Ein Mensch überlebt ohne Wasser nur etwa 100 Stunden. Es gibt allerdings ein Lebewesen, das so widerstandsfähig ist, dass es Jahrzehnte ohne Wasser auskommt. Dieses 1 Millimeter große Tierchen überlebt in den heißesten und kältesten Umgebungen und hält sogar hoher Radioaktivität stand. Es ist das Bärtierchen, eines der robustesten Lebewesen auf Erden, auch wenn es wie ein rundliches, achtbeiniges Gummibärchen aussieht. Die meisten Organismen brauchen Wasser, um zu überleben. Wasser ermöglicht den Stoffwechsel, der alle biochemischen Reaktionen in Zellen bewirkt. Aber Lebewesen wie das Bärtierchen, auch Wasserbär genannt, umgehen diese Beschränkung durch einen Prozess namens Anhydrobiose. Dieses griechische Wort bedeutet Leben ohne Wasser. Das ist zwar ungewöhnlich, aber nicht nur Bärtierchen sind dazu in der Lage. Auch Bakterien, Einzeller namens Archaeen, Pflanzen und sogar manche andere Tiere können Austrocknung überleben. Die Bärtierchen durchlaufen dazu eine Kryptobiose. Sie rollen sich zu einem Tönnchen zusammen, ziehen den Kopf und die 8 Beine in den Körper und warten auf Wasser. Man nimmt an, dass die Bärtierchen, wenn das Wasser knapp wird und sie in den Tönnchenzustand übergehen, spezielle Moleküle bilden, die ihre Zellen füllen und verlorenes Wasser durch eine Matrix ersetzen. Gegen Trockenheit empfindliche Zellbestandteile wie DNA, Proteine und Membranen werden in dieser Matrix eingeschlossen. Vermutlich hält das die Moleküle in Position, um zu verhindern, dass sie sich entfalten, auseinanderbrechen oder miteinander verschmelzen. Sobald der Organismus rehydriert wird, löst sich die Matrix auf und hinterlässt intakte, funktionsfähige Zellen. Neben Austrocknung halten Bärtierchen auch anderen extremen Belastungen stand. Einfrieren, Erhitzen über den Siedepunkt, hohe Radioaktivität und sogar das Vakuum des Weltalls. Das führte zu der irrigen Annahme, Bärtierchen seien außerirdische Wesen. Eine witzige Idee. Aber die Wissenschaft kann eindeutig belegen, dass sie von der Erde stammen, wo sie sich mit der Zeit entwickelt haben. Im Laufe dieser Evolution entstanden über 1100 bekannte Bärtierchenarten und es gibt wohl noch viele weitere zu entdecken. Da Bärtierchen so zäh sind, gibt es sie fast überall. Sie leben auf jedem Kontinent, selbst in der Antarktis, sowie in Ökosystemen wie Wüsten, Eisschilden, Ozeanen, Binnengewässern, Regenwäldern und selbst auf den höchsten Berggipfeln. Aber man findet Bärtierchen auch an ganz gewöhnlichen Orten wie auf Moos und Flechten, in Gärten, Parks und Wäldern. Mit etwas Geduld und einem Mikroskop entdeckt man sie. Zurzeit wird erforscht, ob Bärtierchen die Kryptobiose, ihre Anti-Austrocknungstechnik, nutzen, um auch andere Belastungen zu überleben. Wenn wir herausfinden, wie Sie und andere Lebewesen empfindliche biologische Moleküle stabilisieren, könnten wir so vielleicht Impfstoffe stabilisieren oder stressresistente Nutzpflanzen züchten, die mit dem Klimawandel zurechtkommen. Indem Sie untersuchen, wie Bärtierchen längere Zeit im Vakuum des Weltraums überleben, können Forscher Hinweise auf die ökologischen Grenzen des Lebens gewinnen und Lösungen zum Schutz von Astronauten entwickeln. Im Zuge dessen könnten Bärtierchen sogar helfen, eine strittige Frage zu beantworten. Wäre Leben auf wesentlich weniger gastlichen Planeten möglich? Warum ist die Lebenserwartung von Tieren eigentlich so unterschiedlich? Finde es in diesem Video heraus. Abonniere unseren Kanal, um jede Woche etwas Neues zu erfahren.